Jawohl! Ja! Lesen, schreiben und rechnen lernen wir alles in der Grundschule mit Rudi, Chantal und der Eule. Und wenn ihr wollt, auch auf lehrstuhl10.de. So, liebe Kinder, es ist bald wieder soweit. Die Schule beginnt. Und unser Freund Rudi, der ist noch draußen und spielt mit der Eule. Und den muss ich aber nachher nochmal reinholen. Wir müssen nämlich seinen Ranzen packen. Das muss ja jedes Schulkind. Und ich habe mir gedacht, wir machen da ein Spiel draus, bei dem ihr mitmachen könnt. Vielleicht habt ihr euch ja schon den Arbeitsbogen runtergeladen und ausgedruckt. Dann könnt ihr wunderbar mitspielen. Eure Aufgabe ist es dabei zuzugucken, wie Rudi seinen Ranzen mit mir packt. Ihr achtet darauf, was er in seinen Ranzen reintut und in welcher Reihenfolge er das macht. Viel Spaß dabei bei dem kleinen Aufmerksamkeitsspiel. Oh, da ist er ja, mein Ranzen. Das gute alte Stück. So, aber eine Sache musst du mir noch mal erklären. Und welche, Rudi? Warum sollen die Kinder mir beim Ranzenpacken zugucken? Verstehe ich nicht. Dann machen wir ein Spiel draus. Ah, ein Spiel, okay. Du hast aber gute Ideen immer. Wie geht denn das Spiel? Die Kinder passen auf, welche Sachen du in den Ranzen tust. Okay? Und das merken sie sich, wenn sie aufmerksam zugucken. Einige sprechen sogar die Dinge dabei, die du reinsteckst. Ah, okay. Und dann, wenn wir fertig sind, dann können sie überlegen, ob sie die Reihenfolge hinbekommen, in der du die Sachen in den Ranzen reinstecke. Ich verstehe. Weißt du, was auch gehen würde? Na, hast du auch eine Idee? Ja, vielleicht sind ja einige Kinder so aufmerksam, dass sie die Sachen auch rückwärts aufzählen können, so als wenn ich es wieder auspacken würde. Das könnt ihr ja alle mal versuchen. So, dann wollen wir mal anfangen. Ich will ja noch spielen gehen mit der Eule und mit Chantal. Richtig, gut. So, dann leg mal los. Also, hier ist im Moment nicht so viel drin. Deswegen legen wir los. Was ist das? Mein Hausaufgabenheft. Ein kleines Heft. Gucken wir hier rein. Wo kleine Hefte sind, dürfen große natürlich nicht fehlen. Große Hefte für Mathe und Deutsch. So sehen sie aus. Tun wir vorsichtig hier rein. Boah. So. Und dann gibst du uns ja immer so viele schöne Arbeitsbögen. Das kennen ja viele Kinder in der Schule oder die, die in die Schule kommen. Ihr bekommt ja viele Arbeitsbögen. Die gehören natürlich in einen Hefter oder in einen Ordner. Also her mit einem Ordner. Ja, nicht mehr der neueste. So, rein damit. Und dann haben wir ja auch gerne Differenzierungsmaterial oder Zusatzmaterial. Das machst du uns auch immer. Genau, mache ich gerne. Also mal gucken, wo das ist. Oh, ist das neu, Rudi? Ja, das ist das Neueste vom Neuen. Richtig gut für erste Klasse, wenn man die Buchstaben kennenlernt und sich merken will. Also nehme ich auf jeden Fall auch mit. Dann haben wir noch das schöne Fach Kunst. Da malen wir ganz viel. Deswegen brauche ich meinen Tuschkasten. Tuschkasten. Und jetzt? Oh, die Federtasche natürlich. Die Federtasche kommt in den Ranzen. Wunderbar. So, das war's, glaube ich, oder? Oh, Rudi, denk mal an die Pausen. Ach ja, an die Pausen. Meine Trinkflasche. Hier ist die Trinkflasche. Rein damit. Und dann meine Brotdose. Mit lecker Brot.
Na, rein damit der Brote. Und jetzt als letztes. Corona. Ach ja, Corona gibt es ja auch immer noch. Lieber nochmal einen Mundschutz einpacken, wa? Also. Meine Mundschutze. Rein da. So, jetzt sind wir aber fertig. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst und versucht mal, die Sachen nacheinander aufzuzählen, vielleicht rückwärts aufzuzählen und vergesst nicht, am Abend vor der Schule euren Ranzen zu packen. Tschüss und guten Start in die Schule.